Hallo und herzlich willkommen, liebe Skat-Enthusiasten. Neue Folge. Wir spielen wieder den Jackpot. 1 Euro Einsatz und ihr habt es vielleicht schon gesehen. 4 Euro beträgt der Jackpot. Das ist toll. Und den versuchen wir uns jetzt zu holen und viel Spaß. Erste Hand, gar nicht mal so übel. Wir sind nämlich in Vorhand und haben 5-mal Herz. Das könnten wir uns zunutze machen, könnten ja vielleicht so bis 30 reizen und das Spiel an Land ziehen. Okay, Spieler links passt schon mal. So, 18, jawohl, haben wir. Und wir kriegen's. Ekelhaft. Okay, drücken wir auch gleich wieder. Ja, und dann spielen wir einfach dein Herz, würde ich sagen. Auf geht's. Okay. Ja, hier gehen wir mit der Dame rein. Nicht, dass irgendwie ein Überstich passiert. Ziehen den letzten Trumpf raus. Punkte. Das Ass in Trumpf ist ja schon gefallen. Nur plus 4 in den Buben. Tja, würde ich sagen. Okay, das steht sehr, sehr, sehr schön. Also wirklich toll. Das hier. Eine Sache, man sieht hier den Cursor. Wenn ihr wollt, stelle ich den beim nächsten Video wieder aus. Also schreibt vielleicht kurz in die Kommentare, ob euch das sehr missfällt oder ob es euch egal ist. Aber normalerweise mache ich es lieber ohne Cursor. So. Ja. Nee, können wir nicht reizen. Das ist zu risky. Mal schauen. 80 Punkte. Ja, wir haben einfaches oder nee, ein doppeltes Herz gewonnen. 30 Punkte und die 50 Siegpunkte dazu. Ja, das bringt uns ja auf 80 Punkte. Er braucht vielleicht seine Zeit. Vielleicht ist es ja ein schwieriges Spiel für ihn. Das wäre zumindest für uns interessant und ein bisschen positiv auch. Okay. Ja, Freunde der Sonne, ich würde hier am besten mal das Ass legen. Jawohl, wird mitgenommen. 15 Punkte auf unser Konto. Ah, okay, das ist die Stichfarbe. Pik. 17 Punkte auf unser Konto. Na, vielleicht hat unser Partner ja noch die Dame. Wir können eine Doppelbildbelastung machen. Perfekt. Was ist da los? Okay, jetzt kommt der Herz raus. Komisch. Ah, er hatte das lange Herz. Okay, was hatte ich gesagt? 17 hatten wir, jetzt 37.
Ja. Vierzig. Siebenundvierzig. Ich habe mich um 2 Punkte verzählt, aber schade. Hat er knapp gewonnen. Deswegen hat er vielleicht auch so lange überlegt. Oh Gott. Oh nee, Leute. Also das müssen wir reizen. Jetzt gehen wir da drauf. Also wir gehen ja auf irgendwas Hand. Irgendwas Hand. Eine Null? Nee, na, geht auch nicht. Kronk geht auch nicht. Also sind wir weg. Kreuzhand. Ah ja. Wow, okay. Tja, was hatten wir? Blank. Dann müssen wir jetzt das hier spielen. Okay, cool. Wir haben die Stechfarbe gefunden erstmal. Und die 8 Herz scheint gedrückt zu sein. Also, oder im Skat zu liegen, zu schlummern. Wow, okay. Okay. Das heißt, der Alleinspieler hat ja einen 7 oder 6 Trümpfer. 5 Trümpfer kann er nicht haben, weil eine Karte im Skat ist auf jeden Fall die 8 Herz. Ja, wir spielen ja mal die 10, wir opfern die. Partner hat noch den König. Eieiei. Ist ein Pik auch nicht mehr viel zu holen. Ja. Ist noch mal Pik drin. Nee. Naja. Okay. Wenigstens sind wir schneiderfrei. Ja. Kann man das reizen? Das ist noch nicht. Das ist jetzt Spiel 4 von 9. Und der Erstplatzierte kriegt die gesamte Kohle, die gesamten 4 Euro. Ich denke, es ist noch nicht die Phase, wo wir jetzt besonders auf die Tube drücken müssen mit so einem Grottenblatt hier. Oh, Krong, okay. Okay. Also hier jetzt die 10 aus diesem Gespann, Ass 10 Lusche. Weil hier der eine Punkt könnte am Ende vielleicht noch den Ausschlag geben. Okay. Okay, hier sticht er.
Da haben wir jetzt 32. Und jetzt spiele ich mal hier Herz in der Hoffnung, dass wir eine Übergabe. Okay, hier kommt jetzt König und Lusche. Und wir könnten ihn jetzt hier in das Ass reinbringen. Der Hoffnung. Ja, wir bringen ihn mal in das Ass hier in Kreuz rein. Okay. Ja, das hätte man sich auch errechnen können jetzt das restliche Blatt vom Spieler rechts. Schade. Ist schade, ist schade. Ui, jetzt 100 Punkte, 104 Punkte Abstand. Und ey, geil, schaut's euch an hier. Jawoll. So, das können wir jetzt aber mal ein bisschen ausreizen. Okay, hat sich erledigt. Die zwei scheinen da optimal zu sein. Ey, ja, und wir. Leute, was bleibt uns übrig auf der Distanz? Wir spielen hier den Gronkh. Auf geht's! Zwei volle hier einkassiert. Okay, jetzt kommt hier. Jetzt kommen die 7 Punkte für die Gegner. Zehn Punkte für die Gegner. Ui, okay. Jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir das jetzt hier? Also wenn wir jetzt den König abwerfen, dann stehen die Gegner auf 24. Aber es kann sein, dass Kreuz oder Herz nachkommt. Und dass wir dann hier mit der 10 Probleme bekommen. Von daher fände ich es ziemlich schlau, wenn wir hier stechen und mal Pik hier etablieren. Also 10 Punkte für die Gegnerschaft. Bisher. Okay, Matrix hat jetzt hier wahrscheinlich das Ass. Wahrscheinlich noch mit einer Lusche besetzt. Überlegt jetzt hier. Oder hat es dreifach? An sich, ja, ich kann es gerade nicht zusammenrechnen, aber an sich sieht es gar nicht so düster aus für uns, weil es ist nur noch die Kreuz-10 draußen und das Ass in Pik. Das sind die einzigen zwei Vollen, die noch draußen sind. Ja. Okay, damit ist der Rest jetzt aber uns. Jawohl, und wir gewinnen den Gronkh. Sehr schön, Jungs und Mädels. So, wir sind back in the game hier. Und können dieses hübsche Blatt hier auch ein bisschen anreizen. Okay. Ach Gott, oh Gott. Uiuiui. Oh. Okay, ist die Frage, spielen wir den Kreuz oder spielen wir den Pik?
Naja, wir sind in Mittelhand, wir brauchen schon ein paar Trümpfe. Und für Passe kann man auch mal erwarten, dass Kreuz 2-2 steht. Ansonsten könnte es schon übel ausgehen. Schauen wir mal. Okay, Matrix gönnt sich wieder die Zeit, die er benötigt. Okay, und es kommt gleich Kreuz auf den Tisch. Ach Gott, Leute. Oh. 35. Also meine Idee wäre jetzt irgendwie die Trumpf 10 zu fangen. Also der Matrix hat hier anscheinend noch vier Trümpfe. Okay, da kommt Kreuz. Naja. Ah, 35 plus 8, 43. Ja, es sieht nicht so toll aus. Ach, ich glaube, 3 Trumpf hat er noch. Ah ja, bei 5-0 Trumpf. Was will man machen? Schade, schade. Echt. Lief eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, hätten wir den Kreuz gespielt, dann hätte es ein bisschen besser gestanden. Schade! Wirklich schade. Aber vielleicht. Wir werden auf jeden Fall nochmal angreifen hier. Vielleicht sind die 4 Euro ja doch noch irgendwo greifbar. Okay, er spielt den Grand. Und gleich die Stechfarbe gefunden. Geil. Ach, drei Buben. Ja. Schade. Oh, beiden Gegner stehen beide auf 224. So, zwei Spiele to go. Ja, die werden jetzt auch richtig angreifen. Krass. Ja, können wir nicht viel machen.
Ein Kreuz, schade. Fünfundzwanzig für uns. Achtunddreißig. Achtundvierzig. Jawohl. Jawohl, haben wir also noch hier eine kleine Chance. Also jetzt mal kurz abchecken. Wir sind genau 140 Punkte hinter Matrix. Genau 140, genau 140. Also brauchen wir mindestens ein 90er Spiel. Also ein Dreifachen Grand vielleicht. Mal sehen. Schade. Können wir mal eine 18 sagen? Ja. Peak. Wird gespielt. Matrix, du darfst eine Karte legen. Jetzt der alte, yes. Yes. Ui, ui, ui. Was soll das denn jetzt? Toll! Ah, cool, dass ihr dabei wart. Wir haben leider nicht die 4 Euro gewonnen. Dafür stand das eine Spiel einfach viel zu blöd gegen uns. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Abonniert gerne den Kanal. Ciao!